Royals, der Hochadel verabschiedet sich von Markgraf von Baden. Das Haus Baden trauert um Max Markgraf von Baden, der in den frühen Morgenstunden des 29. Dezember 2022 in Schloss Salem gestorben ist. Max Markgraf von Baden Stern seit 1963 als Hauschef an der Spitze des ehemals regierenden großherzoglich-badischen Fürstenhauses. Das von 1112 bis 1918 im badischen Teil des heutigen Bundeslandes Baden-Württemberg die Landesherren stellte. Sein Nachfolger als Chef des Hauses Baden ist Bernhard Markgraf von Baden, der bisherige Erbprinz, hieß es in einem offiziellen Statement weiter. Er wurde 89 Jahre alt. Nach einer ersten Trauerfeier wurde im Münster zu Schloss Salem am 13. Januar 2023 eine zweite Zeremonie für den Familienkreis, befreundete Häuser sowie für die Vertreter von Politik, Wirtschaft und Kultur abgehalten. Um sich von dem Verstorbenen zu verabschieden, gekommen sind etliche royale Vertreter, innen. So reiste Fürst Albert, 64, zwar ohne Ehefrau Fürstin Karlene, 44, nach Deutschland. Ließ sich allerdings von seiner älteren Schwester Prinzessin Caroline von Hannover, 65, sowie ihrem Sohn Pierre Casiraghi, 35, begleiten. Aus Belgien hat sich König Philipp, 62, auf den Weg gemacht, um Max Markgraf von Baden die letzte Ehre zu erweisen. Der deutsche Adel wurde unter anderem durch Ernst August Erbprinz von Hannover, 39, und Ekaterine Erbprinzessin von Hannover, 36, sowie Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe, 64, und seiner Frau Marga Mehl vertreten. Als neuer Chef des Hauses Baden nahm selbstverständlich auch Bernhard Markgraf von Baden, 52, mit seiner Ehefrau Prinzessin Stefanie und seiner Mutter Valerie Markgräfin von Baden, geborene Erzherzogin von Österreich, 81, an der Trauerfeier teil. Als nicht royaler Trauergast kam auch Winfried Kretschmann, 74, Bündnis 90/ die Grünen, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, und seine Frau Gerlinde, 76, zu der Zeremonie in Salem. Max Markgraf von Baden war der Sohn von Berthold Markgraf von Baden, 57, und Theodora von Griechenland, 63, der Schwester von Prinz Philipp, 99. Max Markgraf von Baden war ein Cousin ersten Grades von König Charles, 74, und seinen Geschwistern. Er hinterlässt seine Frau Valerie Markgräfin von Baden, 81, sowie seine vier Kinder Marie, 53, Bernhard, 52, Michael, 46, und Leopold, 50. Verwendete Quellen: Picture Alliance.com, Haus Baden-Württemberg.